Und Kameraaufnahmen sind schon ganz nice. Mhm. Kronos, die klingonische Heimatwelt. Genau. Ich weiß nicht, ich hätte ja Bedenken, wenn meine Heimatwelt von so vielen kleinen Asteroiden hier umrandet, wenn da nur einer mal irgendwie aus Umlaufbahn näher kommt. Das ist ja Praxis, das was von Praxis übrig geblieben ist. Das war so nah? Mhm. Ja. SDO nah. Also hier war die Explosion, hier ist Kronos. Und die Excelsior wurde Trilliarden Lichter weiter entfernt. Doch. Ja, war eine Supraumschockwelle. Weißt du doch, alles, was Supraum geht, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Also, ja, auch hier die Lithium. Schreiende Babys. Rufen Sie das Gefängnis auf Kronos. Es gibt natürlich nur eins. Ja, genau. Sie haben also meinen Gefangenen. Glückwunsch. Wir haben ihn mehrmals geschnappt, doch niemand hat es ihm tatsächlich bis nach. Hat es mit ihm tatsächlich bis nach Kronos geschafft, bevor er wieder entkommen konnte. Ein ziemlicher Fang. Beamen Sie direkt herunter in das Gefängnis hier in der ersten Stadt und wir treffen die Vorkehrungen für den Gefangenentransport. Gefängnis von Kronos, Ende. Auf Gefangenentransport vorbereiten. Was mich bei Kronos immer nervt, ist, der Gefangene wurde empfangen. Was mich immer nervt, ist, dass, bei allen anderen Planeten kannst du fast aus dem Orbit direkt runterbeamen und bloß bei Kronos musst du halt ewig lang bis zum Planeten rüberfliegen. Da bist du sogar im Solsystem näher am Raumdock dran als hier. Ja. Was ich aber auch unlogisch finde, dass du da immer noch so 3 Meter ranfliegen musst und dann kannst du andocken. Ja. Aber gleichzeitig kannst du, glaube ich, sobald du reinfliegst, schon auf die Akademie beamen oder so. Mhm, genau. So, nach Kronos beamen. Ist das jetzt schon die überarbeitete Kronos erste Stadt? Ja. Okay, ja. Nice. Mit der magischen Tür, die es nirgendwo führt. Hm? Die magische Tür, die es nirgendwo führt. Okay. Der Gefangene wurde empfangen und geknebelt. Typisch Aua. Typisch Aua. Ich habe mir gerade so... alles gut. Typisch Mensch, verliebt in den Klang seiner eigenen Stimme. Oh, so ein spießiger Bürokrat hat nach ihm gefragt. Ihre Beförderung hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ich schlage vor, Sie melden sich beim Hohen Rat, um die Formalitäten zu erledigen. Ja, erstmal Formalitäten erledigen. So kennt man die Klingonen. Ja, genau. So, immer der Papierkram. Ja. Der alten Paragrafenreiter. Hast du erstmal den Vorgesetzten abgeschlachtet, danach heißt es erstmal 500 Seiten Papier ausfüllen. Genau. Das ist ganz wichtig. So, haben wir zwei Antwortmöglichkeiten. Ich bin schon nahe der großen Halle, der Kanzler ist nicht mehr weit weg, oder ich kümmere mich um meine eigenen. Also, okay, da so. Vor allen Dingen die große klingonische. Der Boden ist neu auf jeden Fall, also sonst ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Und die große Halle hat letztendlich Türen. Oh. Dass nicht mehr zugestritten ist. So, dann machen wir mal Zeit. Ich frage mich nur, wir sind doch im Kampf mit einer gewissen Fraktion, oder? Mhm. Hat eigentlich mal irgendjemand drin gedacht, ob die uns eventuell hier abhorchen? Ich habe da nur so ganz leisen Verdacht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist ja nicht normal. Das ist ja Q, der hier ein bisschen treibt. So, okay. Weil mal wieder ein Anniversarium ist. So ganz mittig ist diese Linie hier aber auch nicht. Nee, nicht wirklich. Oh, die neuen Lampen. Man muss ja dezent auf den Geist gehen, wenn man den ganzen Tag so ein Leuchtfeuer in meinem Gesicht drauf runterscheuen würde. Und, mit Kanzler Jimpok melden. Dort ist sie, der Held, der uns den Gefangenen der Föderation gebracht hat und Sekbar gerettet hat. Das Erbe eines Raumschiffs nach dem Recht des persönlichen Kampfes. Sie haben Ihre Laufbahn sehr gut begonnen, Mora Kell. Ich werde Sie und Ihren Fortschritt im Auge behalten. Gepla, Kanzler. Es ist mir eine Ehre, ein Schiff unter Ihrer Führung zu befehligen. Bevor Sie jedoch auf Ihre eigenen Abenteuerreise aufbrechen könnten, gibt es ein Anliegen hinsichtlich Ihrer Pflichten als Captain in der klingonischen Verteidigungsschreibmacht. Zuerst gibt es die Angelegenheit von Lieutenant Dorana
Lieutenant Dorans Ehemann, Iris Parmach. Es ist ihre Pflicht, ihn über ihren Tod zu unterrichten, da sie nun ihr direkter Vorgesetzter sind, selbst nach ihrem Tod. Ich werde ihn über ihr Dahinscheiden nach Storoke informieren, Kanzler Jimpok. Wir werden Chagrin Dorans Parmach finden. Er arbeitet in der Tauschbörse. Schalte nur mein Hexboiler ein. Ist aber schön geworden hier, muss ich sagen. Sie haben sich immer mit diesem neuen Holo auch so gespart nach dem Motto, ja, wir haben keinen Bock mehr die Zahlen drunter zu setzen, jetzt machen wir einfach ein neutrales, oder? Ja, ich habe jedes Jahr eigentlich immer ein Screenshot gemacht mit 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt machen sie keine Nummern mehr rein, die Schweine. Hm. Also sowas. So, da lang muss ich offensichtlich. Ja, genau. Ich könnte auch einfach der grünen Linie folgen. So. Mhm. Reges Treiben hier. Ich finde es faszinierend, dass die Klingonen, dass die immer noch so, ja, das haben sie auch neu gemacht. wobei. Ja, die haben das Wasser nicht richtig. Ja, naja. Keine Zeit ist, die Wasseranimation richtig fertig zu machen. Ich heiße Mora. Ist Mora klingonisch für Moses? Dann wird es irgendwie ungefähr hinkommen. Nee, wahrscheinlich. Oh Mann. Hm. Aber sieht trotzdem nice aus, finde ich. Also, es erinnert mich hier an den, es gibt doch diese eine Boden, PvE hier. Mhm. Wo du gegen Ikonianer, glaube ich. Ja. Sitzt sich bequem, kann man lieber reden. Haben Sie eine Geschäftsidee? Na komm, du machst du mit deiner super duper Ferengi-Stimme. Oh Gott, das bin ich. Wo hab ich die hingekrampft? Wo liegt die nochmal? Haben Sie eine Geschäftsidee? Wer sind Sie? Mein Name ist Nixa und Sie merken sich meinen Namen besser. Denn eines Tages werde ich die größte Geschäftsfrau in der Geschichte der Ferengi-Allianz sein. Schön, schön. Es gibt also nicht viele Geschäftsfrauen in der Ferengi-Allianz. Aber es werden täglich mehr. Und wir werden nicht mehr nackt unsere profitlos zu Hause bleiben. Obwohl Frauen jetzt das Recht auf Profit haben, gibt es auf Ferengina leider nur noch viele Leute, die uns nicht ernst nehmen. Also zog ich los, um mein Glück hier zu suchen. Denn zu Hause ist, wo das Herz ist, aber die Sterne sind aus Latinum gemacht. Also sie ist von Ferengina aufgebrochen, um Profit zu machen. Und ist dann nach Kronos gereist. Ja. Und jetzt fragt sie fremde Leute nach Geschäftsideen. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Ja, finde den Fehler. Okay, beendet. Schön. Treffen wir die irgendwann mal wieder, Nexa? Oder ist sie hier irgendwie ein Händler später mal? Die sitzt immer hier. Ach so. Ja. Große Halle. Große Halle. Große Halle, kleine Fische. Ach, noch einer. Farm nach Chagrin. Chagrin fragen, okay. Ich habe Sie gegrüßt, ich bin Farm, ein voll zertifizierter Banker und Finanzinvestor. Womit kann ich Ihnen heute behilflich sein? Haben die mal ein neues Gesicht bekommen? Nee, immer noch dasselbe. Okay. Immer noch 0,15 Ferengi. Ja, aber ich dachte, die meisten Ferengi sehen aus wie Matran, nur in dünner oder dicker. Ja, ja, es ist ja immer noch dasselbe Gesicht. Okay. Leider. Was ist das für ein Ort? Kaufen Sie günstig ein und verkaufen Sie teuer. Wie die 9. Regel der Akquisition besagt, Gelegenheit plus Instinkt ist gleich Gewinn. Dies ist die Tauschbörse der ersten Stadt hier auf Kronos. Hier haben Sie Zugriff auf Ihre persönliche Bank sowie auf die Bank aller Flotten, denen Sie angehören mögen. Darüber hinaus gibt es überall Tauschbörsenschalter, bei denen Sie Gegenstände von anderen Captains kaufen oder verkaufen können. Ja. Wer kennt sie nicht, die große klingonische Bank? Jim genau. Fox Brothers. First Bank of Kronos. Genau. Lagern sie ihr Blutgeld ein. Wir geben ihrem Blutgeld ein zu Hause. Genau. Schön. Schön, so. Schön. Wo finde ich einen Klingonen namens Chagrin? Chagrin? Oh ja,
Er ist einer der Wartungstechniker und stellt sicher, dass die Computer der Tauschbörse laufen. Nach meinem letzten Stand führt er eine Diagnosen im Lagerhaus im hinteren Bereich der Tauschbörse durch. Das ist alles, was Sie brauchen, Ferengi. Eine Sache noch. Da dies Ihr erster Besuch in dieser Tauschbörse ist, sind Sie berechtigt, eine kostenlose Probe unserer Waren zu halten. Sie werden nirgendwo auf Kronosch eine bessere Qualität finden, Krieger. Und wenn es Ihnen gefällt, komme ich zurück wieder. Wie der große Narkus immer sagt, das Einzige, was besser ist als ein erstmaliger Kunde, ist ein Stammkunde. Gut, aber dieses Geschenk kommt besser ohne weitere Bedingungen. Technikmodul, Chronitonen, Minenbarriere, MK1. Mhm. Okay. Ich war ewig nicht mehr auf Kronos. Ja, ja, das ist, wenn du diese ja, das ist, wenn du aus dem dieses Event mitgemacht hast, kriegst du ja so 3 Einsatzteile, mit denen du einen jedes Mal so einen Riss öffnen kannst. Und jedes Mal, wenn du es getan hast, dann beamen diese Elachi rein, die dann rumtanzen. Viele Leute nervt es schon mittlerweile so, dass sie schon geschrieben haben, die sollen es doch bitte entfernen. Oder dass der Tanz-Nullifier ja auch diese Elachi entfernt. Ja, Gott, also so sehr nervig. Ich bin nur jedes Mal überrascht, dann irgendwo tanzende Elachis zu sehen. Ja. Das passt halt meistens stimmungsmäßig nicht unbedingt überall rein. Mhm. Lagerhaus betreten. Jupp. Verdächtige Aktivitäten. Um Checkrank kümmern. Mhm. Psst. Wollen Sie ein A kaufen? Ja, das ist eben gerade auch. Was ist mit Ihnen passiert? Nausikanische Schmuggler. Sie müssen gewusst haben, dass ich hier alleine bin. Haben mich überrascht. Das sind Piraten, die die Börse ausrauben. Jemand muss sie aufhalten. Ich bin so schwer verletzt um. Piraten, die klingonische Börse ausrauben. Okay. Ich werde mich um diese Piraten kümmern. Doch wenn ich damit fertig bin, müssen wir beide reden. Alter, ist das eine geile Schrift. Also die Schriftart an sich, der Style ist schwierig. Aber leuchtendes Grün auf hellgelb. Also wieder ja, ist ich bald nicht mehr, ey. Ja. Oh, so, Piraten. Seid ihr der Feind? Ja. Ja. Moin. So, Nummer 1. Gar hat andere Pläne als du. Der schmeißt einfach gerne mit Stein. Nee, ich glaube, es waren eher Dings. Oh, guck mal, der Transporter ist auch neu. Das Transporter-Plattform von dir. Das hier, ja. Neu gemacht. Ist da Lava drunter? Nee, ist einfach nur rot, oder? Ja, ich weiß ja, Klingon mögen rot. Guck mal, das hier ist übrigens Endor und das ist. Schön. Regierhändler. Yay! Aber warum erschießt den Ferengi-Händler? Ich weiß nicht, es war eine Möglichkeit. Ich dachte, spar uns mal dieses lange Pamphlet. Ja, du hast meine Stimme schon, ist schon klar. Ich finde auch, dass mit den Netzen jetzt ziemlich gut gelungen. Das haben sie auch bei den alten Filmen und Frachterkram immer. Mhm. Ja, falls die Fracht umfällt, dass nicht alles mit runterreißt. Na. Ist ja vernünftig. Macht ja auch Sinn. Hätten sie sich eigentlich auch mal bei Into Darkness bei den Shuttles denken können, die da irgendwie so in Kasten-Legos hergeschleudert wurden. Ha. Romulanisches Ale. Klingonen, die romulanisches Ale tragen? Naja, warum nicht? Das sind ja Nausikaner, die können ja saufen, was sie wollen. Okay. Jetzt hier nicht hin, da. Na guck mal, er kann schon wieder stehen. Na, ja, Kopfschmerzen. Ja. Ja. Sie kämpfen gut. Sie haben mir Zeit verschafft, meine Kraft wieder zu erlangen. Doch jetzt muss ich Majorok finden und diesen erbärmlichen Verrat von Takek ein Ende setzen. Wer ist dieser Majorok? Nun, sagen Sie ihm, Chagrin, wer bin ich? Majorok, Sie sind nichts weiter als ein Schmuggler jeden Tag. Nein, falsch wie immer. Ich werde derjenige sein, der sie tötet. Yo! Okay.
Batz. Sie wagen es, ein Griecher des Reiches auszufolgen. Ein Griecher des Reiches, ne? Denn er kriecht doch immer zu Füßen des Kanzlers, oder? Also genau. Oh Mann. So, Personenschule. Guck mal, dann können wir hier mal was nachrüsten. Genau. Auf der Zeit hier mal so. Was für Sachen. Das hier Technikmodul. Ja, genau, da kannst du Bomben legen. Oder Minen legen. Das ist, glaube ich, für das Schiff. Achso, und für den lieben Peter. Ich weiß, ich huste wieder, aber ich hab mir schon was zu trinken geben lassen, dass ich meinen Frosch runterschlucken kann. Also brauchst dir keine Sorgen machen, mir geht's gut. Hä? Das ist quasi ein Vorgriff auf den Kommentar vom unserem Lower Decks. Von letzter Woche. Ach so. Oh, okay. Weil er macht sich doch immer Sorgen um meine Stimme und meinen Husten und da wollte ich ihm mal vorgreifen. Weil ich ganz genau weiß, dass er auch dieses Video gucken wird. Was? Ich muss sagen, dass wir Stammzuschauer haben. Ja, natürlich. So. Mach doch einfach aus Sortieren, dann wird alles nach oben geschoben, dann hast du besseren Zugriff drauf. Ich mag das lieber, ich sortiere lieber von unten nach oben. Ah, okay. Dass ich oben immer das frische neue Zeug habe. Hm. So. Sie sagten, Sie hätten da etwas für mich. Ich bin Captain der IKS Trama und ich bin hier, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Lieutenant Doran, Ihr Pama, nach Stavrokor eingegangen ist. Sie starb beherzt im Kampf. Ich verstehe. Sie war eine wahre Kriegerin. Erzählen Sie mir, wie sie genau gestorben ist. So genau wissen wir es nicht, aber so richtig traurig sieht dich jetzt auch nicht gerade aus. Nee. Es ist ein leichtes Grinsen zu sehen hier, finde ich. So leicht. Sie starb, als sie ihren verräterischen Captain herausforderte. Ich habe den Ptah getötet. Es ist gut, dass sie ihren Tod rächen konnten. Sie hat jedoch versorgt. Ich will nicht, dass Doran der Zugang nach Stavrokor verweigert wird, weil sie durch einen Verräter gestorben ist. Wenn sie mich wollen, werde ich mich ihrer Crew anschließen und in ihrem Namen an ihrer Seite kämpfen. Meine Talente als Ingenieur sind hier in diesem Lagerhaus nur verschwendet. Lassen Sie mich gegen ehrenwerte Feinde kämpfen. Also wir gehen überhaupt keinen Brüche. Okay, ich nehme den Checkrins Angebot an. Congratulations, Lieutenant. Ja, so. Ich finde es immer schön, dass man die komplett umgestalten kann, wenn man die kriegt. Sind die Gewehre neu? Ja, die Pistole ist auch neu. Auch ein neues Modell. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sieht aber gut aus. Guck mal, der guckt sich auch erstmal an. Oh, neue Phaser. Genau. Der Gefangene, den Sie abgeliefert haben, ist gerade dank der Hilfe zweier Komplizen entkommen. Einer war ein männlicher Orioner und andere ein Norsikaner. Der Orioner sorgt für Aufsehen, beschwerte sich über einen Gefangenentransport, der niemals stattgefunden hat, und schrie weiter, bis alle im Raum abgelenkt waren. Besser, dann geben wir den einen mal für 2 Minuten aus den Augen. Ja. Genau. Weiter. Mittlerweile hat der Norsikaner den Zellentrakt erreicht und die Kraftfeldsteuerung kurz geschlossen. Die Überwachungskamera haben ihn dabei gefilmt, wie er den Gefangenen der Föderation mit einer Holo mit der Verkleidung ausgestattet hat. Danach sind die drei in die Stadt geflohen. Okay, das ist nicht mein Problem. Ich war er war in ihrer Obhut, nicht in meiner. Oder? Ich wusste, dass das geschehen würde. Zum Glück bin ich heiß auf einen Kampf. Da kommt immer gleich das hier. Ja. Sicherheitskameras haben aufgezeichnet, wie sich die drei nach Norden begeben haben, bevor sie in der Menge verloren gingen. Suchen Sie nach Zeugen, die uns zu ihrem Versteck führen könnten. Es interessiert mich nicht, was dieser Gefangene weiß. Er hat für mehr Schwierigkeiten gesorgt, als er jemals für den Geheimnis wert sein könnte. Sollte er bei der Gefangennahme sterben, wird keiner nachfragen. Das hatte ich angenommen. Ich denke, ich weiß, wo wir mit der Suche nach dem Kriminellen beginnen können. Ich höre. Die Kammer des Urteils ist nicht weit weg, in der Nähe des Sees des Feuers. Ich kenne einen alten Richter, der sich zwischen den Prozessen gerne beim See aufhält. Vielleicht hat er etwas gesehen und er ist sicher kein Freund von Kriminellen. Falls er sie gesehen hat, wird er uns nur allzu gerne helfen. In der Tat.
Der See des Feuers ist gleich außerhalb der Tauschbörse. Wenn wir Glück haben, finden wir dort den Richter. Gut, lassen Sie uns den Richter finden. Oh, the Judge. Ja, tanzen die. Das ist immer noch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tanzen sie noch heute. Genau. Da ist der See. Ich würde es ja eigentlich als Brunnen bezeichnen, aber naja. Klingonen halt. Ja, Gott. Wie man es nimmt. Moin. Nuknech, wenn sie hier versuchen, sich einen Vorteil vor Gericht zu verschaffen, verschwenden sie nur ihre Zeit und riskieren meinen Zorn. Der Zorn des Harsch. Ja, genau. Sucht nach drei geflohenen Gefangenen. Ein Orioner, ein Nausikaner und ein Mensch. Treffen sich ein Orioner, ein Nausikaner und ein Mensch in einer klingonischen Bar. Genau. Interessant. So ein Trier habe ich kürzlich gesehen in einer Bar. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. So einfach zu die Vorlage war zu gut. Wenn ich darüber nachdenke, der Mensch hatte ein ziemlich dickes Gewand an, vielleicht um seinen Gefängnisuniform zu verdecken. Ja, das fällt dir aber früher ein, lieber Richter. Nee. Haben Sie gesehen, wo Sie hin sind? Ja, Sie gingen erst nördlich, dann westlich. Vielleicht haben Sie nach einem der Schneider gesucht, um sich mit neuer Kleidung zu tarnen. Dann also nördlich und dann westlich zum Schneider. Klar, Richter. Genau. Laufen hier auch alle mit dem Kompass rum, dass sie immer wissen, da ist Norden, da ist Westen. Hä, genau. Mal hier durchdringen. Genau, einmal nördlich und dann westlich. Gehen Sie vom Hof aus nach Westen und anschließend die Treppe hinunter zum Schneider. Oh, der ist voll hier. Ja. So ist der Schneider? Ja. Nach dem entkommenen Gefangenen fragen. Der Fremde mit dem Orioner und Nausikaner. Ja, die waren gerade hier auf dem Weg zur Bar. Sie haben etwas eingekauft und sind dann zur Bar im Westen. Übrigens konnte ich Sie und Ihre Crew mit der neuesten klingonischen Mode einkleiden. Für den richtigen Preis. Sie können jederzeit vorbeischauen. Das ist alles. Ach, guck mal, der Korn da hinten freut sich ja auch tierisch über die Kleidung hier, oder? Ja, genau. Oh. Ah, guck mal, hier ist noch so ein... Ja, gibt's hier etliche Dinge. Hast du dir schon die neueste Waffe geholt, ja? Na. Das neue Hörnchen. Du kannst jetzt ein Fikiri beschwören. Ach Gott, nee. So, mit dem Barkeeper haben sich zufällig in dieser Bar einen Orion, einen Nausikan und einen Menschen gesehen. Das sollte ein schlechter Witz sein. Was kann ich für Sie tun? Informationen. Suchen Sie nach einem Trio. Mensch, Nausikaner und Oriona. Aber sehr gekürzt hier. Sehr vage. Ach ja, die. Sie haben nach einem anderen Oriona gefragt, einem Typ namens Garrett. Dann sind sie nach unten gegangen. Ich schätze, es sind die Kartgeschäfte. Aber das ist deren Angelegenheit, nicht meine. Ich glaube, das ist nur falsch übersetzt. Eigentlich suchen die nach Geralt, das ist ein Zauberer. Ja, genau. Dem geben sie eine Münze, toss a coin for your Witcher und dann, dann bringt er sie hier weg. So, ich sehe nach unten. Ja. Hab nach unten gesehen, nichts gefunden. Auch schön, dass in der Bar unter Kronos gleich so ein Platz ist, wo die Orioner-Syndikat sich trifft. Ach, total geheimnisvoll. Man kann hier durchgucken, eigentlich ja. Durchhören alles. Ja, beim Bobkern. Bobkern? Naja, so. Ja, Energieleitung. Ich finde es vor allem, wenn du noch weiter anguckst, da ist ja richtig viel los. Das ist ja auch noch irgendwelche Ferengis, glaube ich, da unten rumstehen. Und, oder was jetzt hier ist. Ja. Ja, doch, hier unten, durch den Dings durch. Ich glaube, da ist, oder entweder hier oder auch im Lagerhaus zum Beispiel, ist jetzt unten im Stockwerk noch Leute rumlaufen, oder? Nee, doch nicht. Dann doch nicht hier, dann war es woanders. Unten sind nur sehr viele Röhren. Ja. Ach, sieh an, ist er doch. Ja, Geralt, ich habe hier ein Goldstück. Geralt von Riva. Ja, ich erkenne dich schon wieder. Einsamer heißt er, Henry Cavill, wie heißt der Schauspieler noch? Ja. Ein bisschen grün angelaufen, ein Fremder, ein Orion.
Ein Fremder, ein Orion, ein Nausikaner. Erinnert mich an den Witz, den ich mal gehört habe. Aber vielleicht ist nicht das richtige Zeitpunkt dafür. Wissen Sie, ich habe eine Gruppe gesehen. Sie sind in die Hintertür, ins Hinterzimmer gegangen. Dort drüben, hinter diesen Türen. Ich helfe immer gerne Kriegern des Reiches, wenn sie etwas brauchen. Gute Jagd, Lieutenant. Es ist schön, Bürger der ersten Stadt zu sehen, die wissen, wo ihr Platz ist. Unterhalb der Bar. Ne? Genau. Ah, schön. Hier, Ziel Erfolg. Was? Apartment kommt. Oh, hier, Apartments. Die sind unterirdisch bei den Klingonen. Ja, genau. Versteck. Wir sollten uns das einmal ansehen. Das hier ist aber, glaube ich, alte Karten-Content, oder? Nee, das ist eine alte Karte, genau. Die haben sich überarbeitet. Weil das war noch relativ neu überarbeitet. Hm? Für ein so altes Gebäude ist diese Konsole verdächtig neu. Doppelspiel. Agent der Föderation. Beutewesen sprechen. Ein Klassiker. Also nochmal, wir haben einen gewissen Feind bei uns, ja? Und der macht jetzt echt keinen Hehl daraus, sich hier zu verstecken, glaube ich. Das ist schon nicht mehr so. Orion sind die gerade sowas. Das ist 1631 hier ihre. Das ist auch so. Wir wollen eine neue Konsole erschaffen. Wie viele Monitore kriegen wir unter? Ja. Challenge accepted. Ich brauche mehr Monitore. Ich brauche mehr Monitore. Das ist ja noch die aus Voyager, wo so ein Röhrending irgendwie drin. Ja, der Doktor war. Hat so eine Konsole vom Doktor von der Krankenstation. Ja, die ist aber irgendwie. Ich sag mal, die Konsole ist mobil, weil die taucht auch ab und zu mal wieder auf der auf dem Maschinenraum auf. Genau. Im Maschinenraum nicht auf. Ja, ich glaube, die haben sie mit ESMG-Konsolen doppelt und dreifach wiederverwendet. Das ja. Anscheinend sind die Spionage-Brandgeräte, haben die Spionage-Brandgeräte ausgelegt, um ihre Spuren zu erwischen. Das sollten sie deaktivieren, damit sie sich nicht später aktivieren können. Oh, schöne Waffensammlung. Jo, wollte sagen. Das sind sogar TOS-Disruptoren. Disruptoren, ja. Ja. Die mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Die hat man ja mit der einen Zeitreisemission gekriegt. Die haben schönen Bums gehabt damals. Agents of Yesterday, ne? Nee, vorher sogar schon. Vorher schon? Wo du da durch die Devidianer in die Vergangenheit reisen musst. Mit dem komischen Getränk, mit dem. Ja, mit dem. Nicht zu salzig, nicht zu so mit Honig und blau. Ja, genau das Ding. Okay. Ach, übrigens, die lila Kiste, das bedeutet immer, dass du eine Belohnung gefunden hast von deinem Rekruten. Also, wenn jetzt mal das Inventar aufmachst und dein Pad anschaust, dann könnt was denn. Achso, ganz unten, ja. Inventar-Pad? Was für ein Pad meinst du jetzt? Ganz runter scrollen. Da, das ganz rechts, genau. Da einmal doppelklicken. Ach, das ist hier wie damals beim Zeitagenten, meinst du sowas? Genau. Doch. Ja, dann doch noch nicht. Okay. Es gab gerade auch irgendwie nur 37 Dilithium, also. Dann kriegst du erstmal Dilithium, aber verschiedene Sachen, dann kriegst du dann quasi das Schiff und ein Butlet und Underkrempel, also lohnt sich auf jeden Fall.